Scheiße. Ich bin blau und da kommen immer die Erinnerungen. Lol. Naja, ganz früher haben Simon und ich Kathedralen entworfen. Und wenn der Job erledigt war, dann hat Simon zum heiligen Thomas gebetet. Und ich hab mich besoffen. Sehr gut. Ich war damals das schwarze Schaf. Der ganze Jesus-Quatsch konnte mir gestohlen bleiben. Dann sagt Andrew Ryan, er will Wales und Wales für den Bau von Rapture. Eine Kathedrale ohne Gott. Ein Monument des Aufstiegs der Menschheit. Die Baufirma hatte er schon. Einen Kerl namens McDonough. Ich bin ihr Architekt, sag ich. Und Simon zieht halbherzig mit. Jetzt habe ich Mädels am Laufen und er lebt in dem Wahn, dass er Seelen rettet. Pfarrer Wales! Nicht zu fassen, dass ich mit so einem Trottel in derselben Fruchtblase war. Nicht zu fassen, ne? So, wo ist da hin? Wenigstens hat Ryan nie den beschissenen Heiligen gespielt. Ja. Hier, ein Dutzend verschissene Tauben. Oh, hier ist Mose. Hast du bereit? Ja. Piss dich. Jetzt! Mit an! Alter! Versager! Heute Abend hatte ich Kopfweh. Und diesmal nicht vom Gejammer der Nutten. Ich komme also rauf, um den Schmerz mit einem Drink zu killen. Und da steht doch auf meiner Hausbar eine Flasche Messwein von meinem lieben Bruder Simon. Und natürlich ist das Datum auf dem Flaschenetikett der Zugangscode zu seinem Territorium. 1919. Ich sollte den Scheißwein durch meinen Körper jagen und ihm dann lauwarm zurückschicken. Gut. Armas jetzt. Ich hab's doch drauf! Seh mich doch an! Glaube, Delta. Er lebt in uns und doch auch jenseits von uns. Daniel fehlte er. Pfarrer Simon Wales nicht. Der Gläubige stirbt nicht in Furcht, so wie du. Wir erreichen das Märtyrertum. Aha, erreichen wir das. So. Oh, ich habe meine Spielzeit schon wieder überzogen. Riechst du das, Adam Daddy? Da drüben. Nein. Wie wenn du das riechen kannst, Shay? Das ist in einer anderen Instanz. Und tschüss. Ich habe alle möglichen Fans und was Zeug für das Baby. Es wird so sein. Zirkus der Werte. Au, 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 au. Schieß doch. Jawohl, jawohl. Jetzt gibt euch.
cool. Wie kann ich eigentlich die Hackergeschütze werfen? Mit einem Speer? Nö. Autohackpfeil. Minigeschütz. Geil! Ist ja geil. Wir haben doch Hilfe andere. Drück sie raus! Reicht aber hier. Sage mal. Wieso eigentlich? Nee. Mach mal so. Nee. Nee. Ja. So. Ah, hinter dieser Kreuzung liegt der Rest der Allee. Und dort sind auch die Pumpen. Da hinten hausen Pfarrer Wales und seine Glaubensfanatiker, die er für Lamb rekrutiert hat. So. Moment. Ich habe meine Aufnahmezeit sowas von überschritten. Dann machen wir hier mal einen Cut. Speichern wir. Und dann geht's später dafür euch weiter. Und jetzt machen wir erstmal hier. Ba, 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 überschreiben. Ja, ich schneide das nächste Mal raus. Tüdelü. Und bis später da. Hallo, da bin ich wieder. Oh, wie die Maus wieder langsam ist. Cool, wir haben unseren Helm auf. So, da habe ich noch was gesehen. Oh. Das gab es auch noch nie. Ich mache zwei Aufnahmen. Hintereinander. Du. Das gab es echt noch nie. La-di-di-di-di. Aber ich muss ja die Zeit überbrücken, weil ich habe Urlaub. Dass ihr was zum Gucken habt. So lieb bin ich zu euch. Wenn ihr das hier seht, dann hocke ich gerade die zweite Woche am Strand. Yay. Ich schwöre, ich war's nicht. Pfarrer Simon Wales, können Sie mich hören? Ich habe einen Teufel in Ihrer Gegend in die Falle getrieben. Und Simon, Daniel ist tot, ermordet. Hören Sie nicht, wie er nach Gerechtigkeit schreit? Okay. Die haben dir den Saft abgedreht. Ach was. Du sitzt fest, bis die Notstromversorgung anspringt. Ich helfe dir, dir die Meute vom Leib zu halten. Sieh in der Rohrpost nach. Wisse, Bestie. Daniels Körper mag erkalten, aber seine Seele ruht im Kinde des Lamms. Du wirst in der Hölle schmoren und ich werde ein trauernder Bruder sein, der dich dorthin schickt. Oh. Deine Sünde holt dich ein, Bestie. Und sie hat unzählige Namen. Oh, ich kann nur drei auf einmal, oder was? Hmm.
ist unsere Rettung, Dämon. Du wirst uns nicht um unseren letzten Lohn bringen. Ich bin kein Dämon, du doofer Pfarrer, du doofer. Aber ich nicht. Weg. Gut, schieß weiter. So, adios, Mr. Checker. Mr. Hyde. Gut gemacht, alter Knabe. Ach was. Ich glaube, du bist schon nahe bei Simons unterirdischem Tempel. Geh zu Pumpenstation Nummer 5 und leg den Park von da aus trocken. Der Sauerstoff wird langsam knapp in der Bahn hier. Und ich würde es nicht gerne sehen, wenn unsere Partnerschaft so früh enden würde. Was soll ich? Okay. Frage dich, Delta. Du, der du so unermesslich gelitten hast unter Menschen wie Ryan, was ist der Preis des Paradieses? Um dem Schmerz ein Ende zu setzen und der Sünde, welchen Preis müssen wir bezahlen? Das geht dich einen Scheiß an. Eleanor ist meine Antwort. Ah, da. Ja, Schatzi, du bist ja noch da. Da, guck mal an. Du bist ein liebes Kind, gell? Ja, du bist ein liebes Kind, ich weiß. Ich brauche noch Mini-Geschütze. Die sind echt praktisch. Hätte ich es bloß früher gewusst, dass die so geil sind. Sinclair, es ist mir egal, wie Sie es anstellen, dass Lamb aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwindet. Eigentlich würde ich den Kontakt zu Ihnen am liebsten ganz abbrechen. Aber erlauben Sie, dass ich mich ganz klar ausdrücke. Ah, ich möchte es nicht mehr sehen, wie Lamb die Leute mit ihren bolschewistischen Fieberträumen infiziert. Löschen Sie jede Erinnerung an sie aus. Beerdigen Sie sie für alle Zeiten. Sieht gut aus. Okay, Kleines. Na dann hopp. Engel draußen, Adam drin. Hübscher Engel, hübsche Haare, schmutzige Haare. Schweigling, setz das Mädchen hier stark als du. Na los, hol dir Adam. Das ist ja süß. Wo Engel hinfallen, wachsen die Luft. Da leg ich den Klang. Nein, sie gehört nicht hier. Ich werde ein neuer Danny sein. Unwahrscheinlich. Na los, Spatzi. Mach schneller. Wow, fuck. Bist du fertig? Dieser Engel ist. Na komm. Daddy? Bringst du mich auch nach eine Zeit zum ja. Spielen, Mr. B? Mir Eltern für die Geschwister. Was ist ein Knall? Er ist böse. Es tut mir weh. Schneller, Mr. B. Sonst muss ich dich...